Hallo, hallo, ihr Hübschen und willkommen zum 16.05. Wir hatten heute Morgen den Vollmond im Skorpion, gehen jetzt aber über in die Schütze-Mondenergie und über den Skorpion-Vollmond, über die Mondfinsternis, über das Saturn-Quadrat habe ich euch ja im Wochenorakel, im Wochenendimpuls und auch im Vollmond-Orakel genug erzählt. Fangen wir mal an, über den Schützemond zu quatschen. Auch da haben wir im Wochenorakel schon angezeigt gehabt, weil wir wechseln nämlich direkt von dem Schützen. Das ist jetzt die Tagesenergie. 16 und 5 ist 21. Aber wir gehen dann auch von dem Schützemond mit zwei Portaltagen in Folge in diesen Steinbock hinein. Ja, und das haben wir ja auch schon im Wochenorakel gesagt, soll weg. Ne? Das soll weg, weg, weg. Ja, was hier für Frustration sorgt, ne, was hier das Glück blockiert, ne, das soll fump, ne, weg damit. Schaut mal, sehen wir auch an der Kartenauswahl, ja, das ist hier Schwert, Schwert, noch ein Schwert, ja, weg damit. Abschneiden, wegschneiden, das ist wie so eine, mir wird das auch wie so eine Popo-Furunkel. Ja, so eine juckende, kratzende Popo-Furunkel, so ein weg. Ja, und genau, das ist auch das, die Kombination, ne? 2 und 21 ist 23, sind die Mäuse. Die Mäuse fressen was weg. Und was sollen die hier wegfressen, ne? Schwert, 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 ne? Weg. Ja. Und dafür, ne, das hört sich ja immer so gruselig an, ne? Mondfinsternis, aber genau dafür sind ja diese Finsternis-Energien da, ja? Man ist, die Frustration bekommt einfach ein Gesicht, ja, ein Gesicht, einen Namen, ein Gefühl, ihr werdet selbst am besten wissen. Und das nötige Wissen dazu, hier haben wir auch die Chakrenspirale, ihr Hübschen, ne? Chakrentarot und Erzengel Michael, ne? Mit der Chakrenspirale drehe ich euch ja mit dem entsprechenden Kraut, was ihr braucht, ja, Kerzen und channel dann ein Gebet für euch, ne, oder eine Affirmation, je nachdem, was ihr, womit ihr euch dann lieber verbindet, ne. Ja. Chakrenspiralen, ne, Rohrreiniger, Systemreiniger habt ihr in der Infobox, ne. Ja. Knaller, Pofalla, würde ich sagen. Fangen wir mit dem Tarot an. Schauen wir mal, was wir noch dazu bekommen können. Und viele von euch hatten es vielleicht auch schon am Wochenende. Ne? Also ich war am Wochenende sehr, sehr viel unterwegs. Und egal, wo ich war, es hagelte. Wie hatten wir es so schön liegen im Vollmond-Orakel? Ne? Du wirst beobachtet. Und so war das auch, ja. Es hagelte ganz viel Wissen und Erkenntnis und Ausgeplaudere über Beobachtungen, ja. Ja. Naja, schauen wir mal rein. Was haben wir hier? Was können wir noch dazu bekommen? Ja, hier schaut, genau. Es ist, Finsternis, ja. Es sagt nicht nur der Kalender, es sagen auch die Energien. Na, das ist hier schmerzhaft hinterrücks erstochen, der gefühlte Wert, ja. Aber ein notwendiger Abschluss, 10, den man fürs Köpfchen brauchte, um sich, ja, haben wir es wieder, ne? Da haben wir wieder das Gold, ne? Das Zeitgleis, die Zeitschiene, die Zeitlinie, wo wir in die Überfülle, ja, und in den Reichtum und in den Fluss kommen, wenn wir etwas loslassen können, ja, das ist vielleicht auch eine schmerzhafte Bewusstwerdung für den einen oder anderen,
Ja, wird das definitiv so sein. Aber das ist ja das, was ich eingangs schon gesagt habe, ja, absolut notwendig, ne? Damit man versteht, ja, welche Maus, welcher Mäuserich hier die ganze Zeit das Glück, die Fülle anfrisst, ja, und einen blockiert und hindert am Weiterkommen, ja. Das ist vielleicht eine schmerzhafte Erkenntnis und trotz alledem eine notwendige, damit es im Solarplexus-Chakra eben weitergehen kann, ne? Ja. Viele hatten es am Wochenende schon, ja. Und bei dem einen oder anderen schneit es dann jetzt, der Aha-Effekt schneit dann jetzt im Köpfchen rein, ja. Ja, hier schaut, ne, hier haben wir das höhere Bewusstsein. Auf euch zukommt, ne, auch notwendig hier, ne. Gelb für Solarplexus-Chakra. Okay. Was können wir denn hier von Michael als Hilfestellung dazu bekommen, ne? Wie ihr mögt, ne? Der eine als Gebet, der nächste nimmt es als Affirmation, ja, weil es nützt ja auch nichts, ne? Und da, das, dafür haben wir ja Michael, ja, für das Durchbrechen, ne? Zum einen von Schnüren, ne? Energetischen Schnüren und zum anderen aber auch vom Overthinking, ja. Also wenn ihr deswegen, ne, in eine Frustration fällt, ja, in ein Overthinking, ne, in eine Feststellung, wo es dann auch nichts mehr nützt, noch 130.000 Mal mit dem Köpfchen drum zu kreisen, ne, weil der Punkt der Feststellung eben schon war. Und dann soll es ja anfangen zu fließen, ne, dann könnt ihr das Gebet, ja, hier schaut man, ne. Hier haben wir schon die Situation, wo es darum geht, ne, in die Macht der Veränderung zu kommen. Ne? Du hast ja jetzt das Bewusstsein und jetzt da verfall nicht, ne, in die Angst, sondern mach dir bewusst, ja, dass das eine Lernaufgabe war, eine Lebensphase, ein Zyklus, ja, und dann darf es auch weitergehen, ne? Jetzt geht es wirklich um die Macht und die Kraft, ne? Diese Frustration oder diese Glücksblockade eben auch weg, ne? Genau. Da heißt es dann, sich davor zu schützen, ja? Davor zu schützen, dass ihr da bleibt, ne? So, halte ich euch rein. Könnt ihr auf Pause machen und euch abschreiben. Genau, hier schaut man, ne? Hülle mich in dein purpurnes Licht, das nur Liebe durchlässt. Ja, und der Rest soll hier jetzt weg. Ja. Okay. Ihr drückt ja auf Pause, ne? Also nehme ich das jetzt raus. Habt eine Hilfestellung. Ihr wisst, worum es geht. Ja, ihr wisst, wozu diese Erkenntnis dient. Ja. Und wer es auf seine persönliche Situation braucht, ne, kann sich die Chakrenspirale holen. Die Reinigung, ne? Die Systemreinigung, die habt ihr in der Infobox. Und ansonsten hört ihr morgen früh mit einem neuen Tagesimpuls. Bis dann. So haben.